Und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver, der nun allerletzten Folge des Spiels und somit auch der letzten Fahrt in den Urlaub. SCS Transport hat eine Tour für die besten und fleißigsten Busfahrer organisiert. Sammeln Sie die Glücklichen in der ganzen Stadt ein und bringen Sie sie rechtzeitig vor dem Abflug am Abend zum Airport. Das werden wir doch mit Vergnügen machen. Let's get started. Das könnte nun eine wirklich sehr lange Folge werden, da wir wirklich um die ganze Map fahren. Und ja, mal schauen, wie es so wird. Auf jeden Fall wieder bei Schnee und Eis, wollte ich gerade sagen. Ja. Vorsicht ist geboten. Fängt zumindest ja schon sehr gut an, wenn wir mit minus 100 Punkten starten. Aber irgendwie fährt sich ehrlich gesagt dieser Bus auch gerade etwas komisch. Aber mal schauen. Holy moly. Ja. Oh Mann. Entweder ist es mit Absicht gemacht, dass es irgendwie noch rutschiger ist. Oder der Bus stört sich einfach wie ein U-Boot, keine Ahnung. Auf jeden Fall erwarte ich jetzt hier nicht allzu viel. Ja. Gut. Wir starten mal neu. Und versuchen es etwas vorsichtiger anzugehen. Also, ich versuch's zumindest. Aber ob mir das gelingen wird? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Siehste? Der sieht schon wieder nach uns. Ich glaube, die haben das hier extra bei dieser Fahrt höher gestellt. Irgendwie, dass die Physik anders ist. Weil so schlimm war das vorhin zumindest nicht. Haltestellen haben wir vor uns. Und das verteilt über die ganze Map. Mal schauen, wie lange das Video hier jetzt wird.
Ich rechne etwa so mit einer halben Stunde, 40 Minuten möglicherweise. Aber mal schauen. Wir werden es ja sehen. Zumindest bis jetzt schon besser durchgekommen als vorher. Irgendwie, ja, da passen wir nicht durch. Schade. Wir müssen den Typen hier überholen, sonst wird das nichts. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Komm schon, ganz illegal. Gut. Nicht in der Spur. Naja. Okay. Kann man auch so sehen. Aber ich muss ja schließlich die Zeit einhalten. Jetzt auch schon die erste Haltestelle. Hier waren wir ja auch schon des Öfteren am Hafen. Sogar noch zu früh. Finde ich gut. Und weiter geht's. Jetzt mit diesen zwei Fahrgästen dürfen wir natürlich keine Vollbremsungen mehr machen. Und Unfälle werden ja auch nicht gerade so das Highlight. Das hat niemand gesehen. Es wird schon irgendwie gut kommen. Da wollte der Bus gerade wieder einen Abgang machen. Ich noch einfangen zum Glück. So, nächste Halt Grove Park. Auch hier wieder zu früh. Terminal West. 8 Minuten Zeit. Wo fliegen wohl alle diese Busfahrer in die Ferien? Urlaub hätte ich jetzt selber auch gerne. Aber da bin ich wohl nicht der Einzige. Und Urlaub geht ja immer.
die machen es uns aber sehr schön mit dem Weg, wie es aussieht. Irgendwie gerade einfach mal im Kreis gefahren, um auf den Highway zu kommen. Naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Was ist denn euer nächstes Reiseziel so? Oder was habt ihr geplant? Bei mir stehen zwei größere Reisen. Nächstes Jahr, also 2022, gehen wir nach Schweden. Das wollten wir eigentlich schon 2020 machen, genau. Aber da kam ja die ganze Pandemie dazwischen mit Corona und dem ganzen Chaos, Stress, was auch immer. Deshalb haben wir das eigentlich auf dieses Jahr verschoben. Aber da es ja mittlerweile immer noch nicht so ganz sicher ist, wie es mit der Lage aussieht, dachten wir uns, es wäre vielleicht besser, das im nächsten Jahr zu machen. Und scheint mir im Moment ja auch so zu sein. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr darauf, da ich gerne diese skandinavischen Länder habe. Ich war zwar noch nicht dort, aber ich denke mal, die Landschaften sind wirklich sehr schön. Und die Sprache ist bestimmt auch wirklich cool anzuhören. Aber auf Norwegen würde ich zwar noch etwas lieber wollen, aber zu Schweden sage ich auch nicht nein. Ich sage nur Köttbullar all day long. Genau. Und dann kommt 2023, also in 2 Jahren, ein etwas größerer Roadtrip auf mich zu, den ich mit meinem Vater unternehmen werde. Einmal von der Ostküste zur Westküste durch Amerika mit dem Auto, dem Zug, Flugzeug, mit dem ganzen Paket eigentlich. Da freue ich mich natürlich auch schon sehr darauf, da ich immer schon mal auf Amerika gehen wollte. Und nun sieht das auch so aus, als ob es in Erfüllung geht. Finde ich natürlich sehr cool. Oh shit.
also 0,5 Meilen bis zur nächsten Haltestelle. Dann haben wir dann noch 8 Haltestellen vor uns. Und sieht ja bisher mit den Punkten eigentlich ganz gut aus. Strafpunkte wird es halt geben. Das kann man nicht verhindern. Sind wir jetzt wirklich eine Minute zu früh? Wie habe ich das denn bitte geschafft? Jetzt muss ich hier eine ganze Minute warten. Okay, gut. Machen wir das halt. Ja, so ist das. Noch 10 Sekunden, dann geht's gleich weiter. Weiter geht's. Was für Ferien habt ihr denn so gerne? Eher so der Städtetrip-Typ? Oder Sonne, Meer und Strand? Oder Berge und Wandern? Oder Skiurlaub? Also ich persönlich finde ja einen Städtetrip ganz cool. Bin jetzt nicht so der Sonne, Meer und Strand-Typ, da ich einfach das warme Wetter nicht gerne habe. Und auch die Sonne nicht wirklich so mag. Aber da bin ich wohl eher einer von wenigen Leuten. Komm, schade. Ich dachte, das schaffen wir noch. Falsch gedacht. Genau, so ab 20 Grad aufwärts finde ich es eigentlich schon zu warm. Alles darunter ist gut. Minustemperaturen sowieso. Schnee noch besser, Regen geht auch immer und Gewitter sowieso, das ist etwas vom Besten, aber Schnee ist halt schon einfach so das Tüpfelchen auf dem i, würde ich sagen. Allerdings gibt es das ja leider hier, wo ich jetzt wohne, in der Schweiz, fast nie mehr oder zumindest wirklich sehr selten, und wenn, dann ist irgendwie nur so ein paar Tage weiß, und das ist dann auch nicht wirklich so das, was ich mir wünsche, aber da kann man leider nichts machen mit der Erderwärmung halt, Klimawandel und so, kann man nicht mehr aufhalten. Und daran muss man sich halt gewöhnen. Dass der Sommer immer wärmer wird. Und es viel weniger Schnee gibt. Was natürlich aus meiner Sicht aus gar nicht gut ist. Wenn ich schon warmes Wetter hasse, dann wird es für mich ja nur noch schlimmer.
versuch mich mal hier etwas durchzusneaken. Darf man ja machen. Und hat auch geklappt. Okay, das bringt gar nichts gut. Ja, natürlich haben wir jetzt hier etwas viel Verkehr. Muss das so sein? Und dafür gibt es eine Busspur, die abgesehen von mir niemand benutzt. Das begrüße ich natürlich. Das war knapp. Da hätte es fast einen Unfall gegeben. Aber nur fast. Ich konnte es doch verhindern, ohne sogar eine Vollbremsung zu machen. Zu früh. Interessant, dass es wieder umgekehrt ist. Als sonst immer. Was haben Sie wohl hier etwas wieder mehr Zeit einberechnet? Da man wahrscheinlich nicht so wenig Henker fahren soll. Was ich halt tue. Aber lieber überpünktlich als zu spät. Noch 6 weitere Haltestellen. Shit. Konnte ich jetzt nicht verhindern. So, wir haben gleich die 30 Minuten Marke geknackt. Also
würde ich sagen, noch 6 weitere Haltestellen vor uns, geht das wohl eher Richtung 40, 50 Minuten oder sogar eine Stunde. Was echt krass ist für sein Spiel. Vor allem so alt wie das Ganze hier ist. Mit mehr als 10 Jahren. Finde ich das noch erstaunlich. Da hat sich SCS Software eigentlich recht Mühe gegeben, um so ein großes Spiel auf die Bühne zu bekommen. Da war ich gerade etwas abgelenkt. Sorry. Ich muss dazu sagen, es ist auch wirklich schon sehr spät. Wir haben schon 2 Uhr in der Nacht. Und ich hatte heute einen anstrengenden Schultag hinter mir. Von daher bin ich eigentlich schon recht müde, aber ich dachte mir, ich nehme doch nochmal kurz noch diese Folge hier auf, aber das kurz war dann wohl falsch gedacht. Ich dachte mir, das kann ich doch in einer halben Stunde durchkriegen. Sieht aber nicht so aus. Ist doch etwas sehr viel länger. Achtung, scharfe Kurve. No, 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 no. Komm schon. Steuerung hasse ich bis jetzt immer noch. Kann man nichts ändern. Das ist einfach beschissen. Genau. Ja, ist ja gut. Man kann die Spur halt nicht halten. Mann. Jetzt gibt's bloß Abzüge. Doof. .000 Punkte auf die Null. Komm. Als Busfahrer wissen die doch selber, dass es schwierig ist, dieses Bremsometer im Auge zu behalten. Weiter geht's. Oder auch nicht. Da habe ich was mit der Zeit vertauscht. Ich dachte, wir wären zu spät. Dabei sind wir zu früh gewesen. Auch wieder
einen dummen Denkfehler, der nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber die 2000 Punkte haben wir nun geknackt. Ich schätze mal so. Ich mache jetzt einfach mal einen Guess. 4500 Punkte. Bis zum Ende dieser Linie. Ja, ich bin müde. Habe ich das schon erwähnt? Das passiert, wenn man müde Auto fährt. Schrägstich Bus. Diese Eisenbahn ist ja auch immer der Hammer, den dort drüber fährt. Einfach bloß eine einzige Dampflok. Irgendwie sehr unlogisch gedacht. Langsam immer schlimm. Ich sollte nicht zu spät das aufnehmen. Die Augen fallen mir schon langsam schon fast zu. Aber allerdings muss ich auch sagen, das Spiel ist halt nicht gerade sehr interaktiv und spannend. Oder zumindest nicht so wie andere Spiele. Wo man vielleicht noch mehr wach bleiben würde. Noch drei weitere Haltestellen. 18 Minuten bis zum International Airport. Das kann ja noch was werden. Ah, wir sind hier. Ich glaube, da habe ich gerade diese eine Laterne hier mal umgenietet. Wir fahren hier wirklich sehr interessante Wege. Irgendwie kreuz und quer, hoch und runter, rechts und links. Schlangenlinie durch die Stadt. Das ist alles andere als irgendwie sinnvoll. Aber ich hinterfrage jetzt hier mal nichts. Denn
irgendwie müssen wir ja unsere Kollegen einsammeln. Nun, weil ich für kurze Zeit die Sperrschläge hier befahren habe. Das wäre auch wieder ganz schlecht rausgekommen. Ja, gut. War ich halt einfach mal so über eine rote Ampel. Und das, so war's dann wohl mit den 2000 Punkten. Ob ich das noch schaffen werde. Werden wir sehen. Oder ob ich irgendwie gleich mal mit voller Pulle im Haus lande. Ich will gar nicht wissen, was ihr von mir jetzt denkt. Ich war wie die letzte Sau gerade. Meine... nicht Prophezeiung, wie heißt es? Ja, egal, meine Vorhersage wird auf jeden Fall nicht stimmen mit den 4500 Punkten. Auf gar keinen Fall. Vor allem nicht, wenn es so weitergeht. Und das macht es ja im Moment. Manchmal ist es halt auch echt schwer, so einzuschätzen, ob man jetzt was trifft oder nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte noch irgendwie einen Meter Platz vor mir oder so. Aber das war dann wohl nicht so. Naja, weiter geht's. Noch 2 Haltestellen. Haltestellen und 1,6 Meilen. Bis zur zweitletzten. Nee. Ich werde mich jetzt mal glücklich schätzen, wenn wir überhaupt wieder die 2000 schaffen. Ja, fuck. Das war jetzt wirklich ohne Absicht. Ich bin ja so gesehen schon gestanden. Ich glaube, das wird für euch die lustigste Folge, die ihr gesehen habt von diesem Spiel. Und ich baue gerade nur Mist. Und nichts anderes.
Ja. Oh Mann, der Moment, wenn man den Finger auf der A-Taste lässt und der Bus einfach nach links zieht. Und sich so fragt, hey, wieso fahrt er jetzt nach links? Ich hab doch gar nichts gemacht. Tja, falsch gedacht. Ich mach ja schließlich hier alles. Auf jeden Fall werde ich schon wissen, wie ich die Folge hier nennen werde. Und das hat gar nichts mit Urlaub hier zu tun. Ich glaube, ich bin mittlerweile einfach froh, wenn diese Tour hier vorbei ist. Egal wie viele Punkte ich geschafft habe oder nicht, kann man eh nichts mehr retten. Und ich war gerade richtig falsch. Ich bin dann wohl im Traum links abgebogen, obwohl ich geradeaus hätte gemusst. Dann fahren wir halt hier wieder auf die Strecke zurück. Genau, da sind nämlich die Pfeile eigentlich. So. Da sind wir wieder. Sollte ich es schon längst lassen, aber man kann nicht mitten in der Tour speichern. Wir haben es fast geschafft. Noch zwei Haltestellen. Dann ist Ende. Und das möchte ich jetzt ungern wie irgendwann nochmals von vorne anfangen. Da mich das Spiel manchmal schon etwas aufgeregt hat. War zwar auch gut, hat manchmal Spaß gemacht, manchmal weniger. Aber so ist das halt etwa mit jedem Spiel eigentlich. Und hier nervt halt vor allem eigentlich bloß die Steuerung, die halt wirklich so 2008 ist. Schwammig und nicht direkt, indirekt, das ist das Wort, das ich suche, indirekt, das sieht man ja immer wieder. Und einfach mit Tastatur fahren, sowieso nicht gerade das Beste. Aber hier gibt es ja noch keine Controller-Unterstützung. Von daher kann man das nicht ändern. Und schon wieder eine Vollbremsung gemacht. Achte da mittlerweile irgendwie fast nicht mehr drauf, könnte man meinen. Aber eigentlich versuche ich es ja trotzdem. Komm um die fucking Kurve. Und wieso habe ich jetzt hier falsche Richtung bekommen? Und wir sind auf dem Busbahnhof. Da kann man ja fast nichts falsch machen. Mhm.
Aber da möchte ich wohl das Spiel einem besseren belehren. Ja, nice. Ja, ja, genau. Oh. Sorry. Aber meine Lust hält sich gerade in Grenzen. Irgendwie habe ich gerade so gar keinen Bock mehr drauf. Da ich alles nur noch falsch mache hier. Punkte gehen eher wieder ins Minus statt ins Plus. Und jetzt kommt auch noch wieder der Schnee. Natürlich, sehr gut. Rutschpartie lässt grüßen. ...2,5 Meilen und 5 Minuten. Und dann haben wir am Schluss wirklich fast eine Stunde vor. Respekt für diese unglaublich große kartenumrundende Strecke. Wäre wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so nötig gewesen, dies zu machen, aber okay. Ist ja eher so ein nice to have. Wir haben es bald geschafft, noch 2 Meilen. Auf jeden Fall kann man aus meiner Fahrweise hier und meinem geistigen Zustand sehr gut eine Moral herziehen. Geht lieber schlafen, statt Bus zu fahren, wenn ihr zu müde dafür seid. Und spielt keine Spiele irgendwie um 3 Uhr nachts. Wenn ihr dafür nicht mental genug fit seid. Denn sonst kommt das hier so raus wie bei mir. Und das bringt es irgendwie nicht wirklich. War dann wohl wirklich so der erste große Unfall. Tut mir wirklich leid. Und tut mir auch leid, vor allem für die Leute, die es interessiert, hier zuzuschauen und die richtiges Gameplay erwarten. Aber ich glaube, von mir kann man das jetzt leider nicht mehr so erwarten. Manchester ist auch etwas knapp. Fast wieder einen Unfall gebaut. Wenn ich hier mit Minuspunkten rausgehe, blamiere ich mich. Aber es sieht fast danach aus.
sieht nicht gut danach aus, es wird wohl auch so sein. Gemerkt habe. Ach, nee, nee, nee. Was lernen wir daraus? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, don't drink and drive. But ich bin ja nicht besoffen. Do not not sleep and drive. Das wäre dann wohl das Aussagekräftige. Und es wird wirklich so weit kommen mit Minuspunkten am Airport anzukommen. Naja. Zumindest war es lustig. Für euch, wie auch möglicherweise für mich. Minus 300 Punkte, oh Mann. Das schaff ja auch nur ich. Glaub mir, das ist wirklich alles ohne Absicht. Ich kann nicht mehr. War eine schlechte Idee, sagen wir es so. Es hat gut angefangen, aber es war eine schlechte Idee. Minus 444 Punkte. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Denn die Zahl ist noch nice. Beförderte Fahrgäste 26. Pünktlichkeit dafür sehr gut. Bonusfahren 123. Eine Strafe fahren 74. Trotzdem noch 1900 Punkte. Das wären irgendwie 5000 Punkte gewesen. Und ich habe die richtig gut verspielt. Naja. So, wir haben Stufe 6 fertig. 5, 4, 3, 2 und 1. Somit haben wir das ganze Spiel durchgespielt. Es gibt nichts mehr zu machen hier. Oh no, ich wollte eigentlich... Stopp. Zurück ins Hauptmenü. Genau, dann gibt es ja hier noch Options. Nicht viel. Und die Credits. Ja. Habe ich etwas mehr erwartet? Mitwirkende. Ein Produkt von SCS Software. Gut. Nicht wirklich viele Leute. Ja, das war's dann wohl. Hier aus der Buszentrale bei The Bus Driver. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Es hat meistens eigentlich Spaß gemacht, war aber auch manchmal sehr anstrengend. Aber es war wieder mal schön, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Das wirklich Kindheitserinnerungen geweckt hat. Finde ich gut. Und somit bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal bei einem neuen Let's Play, Video oder was auch immer auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss.